Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Pax. Ich habe gerade einfach mega Bock zu zocken. Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich total befreit bin. Ich habe wohl auch gerade eine, also befreit bin aufgrund der Tatsache, dass ich einfach keine Gedanken mehr über die Stürmer machen muss. Ich habe mich jetzt damit abgefunden, mit der Problematik, dass mein Spiel sich geändert hat. Und naja, ich bin mit, ich glaube, Man of the Match Stindl ist der beste Mann für mich in der Bundesliga momentan. Falcao funktioniert super gut in der Liga A. Falls ich die Kohle mal dann habe, teste ich noch Lacazette. Und das war's im Endeffekt. Von daher kann ich es mittlerweile wieder komplett befreit aufspielen. Ist mir eigentlich scheißegal, wie viele Scorer-Punkte Stindl jetzt macht. Er soll halt bloß keine hundertprozentigen verschießen, das ist alles. Und ansonsten bin ich komplett zufrieden. Und ja, ich habe gerade eben schon ein Spiel machen wollen, mit der Liga A natürlich. War natürlich wieder ein Bronzeabbrecher. Er hat mir glücklicherweise den Sieg geschenkt. Aber ich habe mir gedacht, warum soll ich diese Loser im Endeffekt immer in meinen Videos zeigen? Ich habe einfach die Aufnahme beendet, also wieder geschlossen und eine neue jetzt angefangen, weil ich dachte, das ist ein Scheiß, das macht ja nur das Video unnötig lang. Deine Dateien werden größer und du verschwendest deine Zeit an diese Spinner, von daher Scheiß drauf. Ich will denen keine Plattform mehr geben, solange wie es halt möglich ist, mir das zu verhindern und dementsprechend. Ja, neue Aufnahme. Er hat mich, wie gesagt, wenigstens gewinnen lassen, das ist das Minimum. Aber trotzdem, wenn ich mich aussuchen könnte, dann würde ich lieber so einen Gegner hier nehmen, gegen den ich halt wirklich auch spielen kann. Er hat wieder den Innenverteidiger, Begovic im Tor. Ja, wir haben in letzter Zeit häufiger mal Begovic gesehen. Ich weiß nicht. Also wie gesagt, Begovic ist, glaube ich, nochmal 4 cm größer, also 2 m groß und Butland, glaube ich, 1,96. Und Begovic hat ja auch insgesamt einen Punkt mehr, also ein 83er, Butland nun 82er. Ich weiß nicht, ob Butland schlechter oder besser ist als Begovic. Mir sind sie halt beide schon mega nervig aufgefallen. Ist, glaube ich, eher so eine Glaubensfrage. Ich habe auch schon gelesen halt von Leuten, ah nee, Button ist viel besser, bla bla bla. Aber ist, denke ich, einfach eine Glaubenssache. Mir fällt gerade wieder ein, ich will unbedingt mal andere Trikots haben, verdammt nochmal. Vielleicht denke ich ja nach dem Spiel daran. Jetzt erstmal konzentrieren, gut spielen. Na, das war aber fast schon faul. Gut gemacht von Draxler. War eigentlich schon Vidal dran. Kein Abseits, schöner Pass. Wollte ich mit Piszczek erst ganz rumdrehen und dann passen, hat leider nicht geklappt. Haben wir uns ein bisschen vernaschen lassen. Aber nicht mit Vorlegen, nicht mit Vorbeilegen, mein Freund. Das klappt einfach nie. Zumindest nicht gegen mich. Ganz in Ruhe. Soll er sich ruhig ein bisschen totrennen. Schade, ich dachte, ich komme noch mal den Ball. Vorteil ein Stindl zum Beispiel zum Lewandowski ist nicht nur, dass er halt einen viel besseren Pass hat, sondern er hat auch bessere Ausdauer, was mir natürlich gut gefällt. Was? Kein Foul? Okay.
Boah, das war stark von Hummels. Das war nicht so stark von mir. Gut gemacht von Müller. Schwieriger Gegner. Sehr, sehr schwieriger Gegner. Jetzt auf Pause drücken oder was? Er hat mich verarschen, ey. Schöne Scoop-Turns auf jeden Fall von Dembélé. Hätte ich vielleicht nochmal statt zu schießen in die rüberlegen können, aber ich dachte dann, jetzt probierst du mal den Schuss. Ich glaube, ich kann jetzt nicht direkt aufs Tor schießen. Okay, Reus kommt da. Vielleicht ist es doch ein Schuss wert. Ein Tick straffer schießen, dann ist das Ding drin. Oh, den fängt er einfach. Fuck. Das denn? Aha, ziemliches Glück. Oh, was macht er denn jetzt für krasse Fehler? Pass sollte in die Mitte gehen, nicht auf den Bele. Ja, Schiri pfeift gar nichts. Dran. Ich glaube, er spielt gerade relativ defensiv, weil er merkt, dass er extreme Probleme hat in der Abwehr. Und versucht dann einfach, das mit mehr Leuten zu kompensieren. Boah, Grätsche kommt eigentlich perfekt, aber irgendwie schafft es da dann trotzdem den Ball nicht mitzunehmen. Also Endphase war gut für uns, aber wir müssen klarere Torschancen rausspielen. Also es waren halt alles eher so Halbchancen, vielleicht die ein oder andere. Nee, es waren schon eher Halbchancen. Es waren schon eher Halbchancen. Klar, gute Chance mit Müller, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, waren es schon eher Halbchancen. Ich glaube, er hat Walcott eingewechselt, oder? Idiot. Schöner Schuss von Müller, auch wieder krass gehalten von Begovic.
Und mal wieder ein berühmter Pfostentreffer. Aber es regt mich nicht auf, mir scheißegal. Ich spiele einfach weiter und mache jetzt mit irgendeinem Spieler das 1-0, das verdiente. Hätte in der Situation wahrscheinlich auch einfach selber schießen sollen mit Müller und den Ball nicht weiterleiten. Hat doch gesagt, er hat Walcott eingewechselt. Wollten auch lieber ins lange Eck ziehen, aber da war es nicht mehr so einfach zu zielen. Schön gemacht von Dembele. Immer noch nicht geschafft, das ist eine richtige hundertprozentige zu erspielen. Schau mal. Zu straff aufgezogen, da wollte ich zu viel. Ja, warum nicht wechseln? Dembele und Reus haben eigentlich ihre Schuldigkeit getan, wobei ich gerade überlege, ob ich sie behalte. Machen schon ganz schön Betrieb. Aber Pace ist halt. Also Ausdauer ist halt fast weg. Wer weiß, wann das nächste Mal der Ball rausgeht, von daher. Oh, schade. Auch schade, dass der Schuss von Stindl geblockt, gehalten wurde von Begovic. Das war echt krass. Also krasse Parade. Er macht echt gute Paraden in dem Spiel. Klar, es waren auch viele Schüsse, die halt spektakulär aussehen, aber die halt auch einfach nicht so schwer zu halten waren. Aber er hatte auch zwei, drei Paraden, die waren schon sehr krass. Es fehlt aber halt, wie gesagt, diese absolute hundertprozentige. Scheiße. Vielleicht hätte ich mit Stindl auch da wieder den Abschluss suchen müssen. Die vergebenen Halbchancen habe ich jetzt auch ein bisschen verunsichert, muss ich zugeben. Wie ich es geahnt habe.
Oh! Halt's Maul, was für eine Parade! Gibt's doch nicht! Den habe ich echt reingehen sehen. Es wird ein absolut unverdientes Unentschieden, wenn es so weitergeht. Komm schon, muss noch mal das Tor fallen für uns. Ich meine, wir können stolz auf die Leistung sein. Wir haben gut gespielt, aber das Tor fehlt halt. Das haben wir wieder einer dieser miserablen Einwürfe, wo ich nicht verstehe, warum man die so spielt. Aber krass, wie der Gegner halt in der kompletten zweiten Halbzeit noch keinen Schuss abgegeben hat. Einfach keinen Zug aufs Tor bekommt. Oder generell meine Hälfte. Hier ist, ich meine, dass er billige Fehler macht, ist der Wahnsinn. Unglaublich. Unglaublich. Na endlich! Boom, 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 boom! Plattenhardt! Nice! Nice! Und ich weiß, dass Stindl die Vorlage gespielt hat. Und ich glaube wieder mit einer schönen Schusstäuschung vorher. Nice! So verdient! Wahnsinnig geil! Unglaublich geil! Sowas von verdient, ey. Aber wie er sich ärgern wird. Oh, ich habe so lange die Null gehalten. Jetzt in der 90. Ja, aber es ist so verdient, ey. Bam. Schön rausgespielt. Schön die Übersicht behalten. Und den Gegner einfach nur bestraft durch sein schlechtes, frevelhaftes Spiel. Oh, ist das geil. Yes. Yes. Oh, das tut so gut. Bis zum Ende dran geblieben, nicht aufgegeben. Wirklich hervorragend gespielt. Der Gegner kam ja gar nicht raus. Und Stindl auch direkt mal Man of the Match mit 9,4. Torvorlagen, ja. Was hat er denn noch so gemacht? Schüsse aufs Tor, 2 von 4. Erfolgreiche Pässe, 10 von 12. Abgenommene Dribblings, 10, 11 von 11. Erfolgreiche Flanken, 0. Gewonnene Zweikämpfe, 1. Ich frage mich immer, was zählt denn bitte als Zweikampf? Es kann, ich habe doch niemals nur mit den drei Spielern jeweils einen Zweikampf gewonnen. Das ist doch Schwachsinn. Also ich verstehe immer nicht, was als Zweikampf zählt, aber ich glaube, das meiste wird halt einfach als abgenommene Dribblings gewertet und nicht als Zweikampf. Da muss man wahrscheinlich wirklich die Zweikampftaste drücken oder so, keine Ahnung. Das habe ich immer noch nicht richtig kapiert. Paraden, null Paraden, Fermin hat null Paraden, oh mein Gott. Begovic 10, was sonst? Ist auf Garantie auch bester Mann, oder? Ja. 7,2. Sehr geil. Freue ich mich. Also jetzt schauen wir nochmal das Tor an. Ja, Schusstäuschung. Dann schön auf den freien Mann gespielt. Plattenhardt. Das ist halt so ein Kurzpass, den kann halt auch gerne mal ein. Den verkackt halt gerne mal ein Aubameyang oder so, ne? Total schlechten Kurzpasswert. Dann hier schön mit der Schusstäuschung den Richtungswechsel reingelegt. Und war auch so geplant, logischerweise. Und dann statt zu schießen, das Auge für den besser positionierten, war auch so geplant. Und ja, dann habe ich gedacht, einfach nur rein. Ich habe auch nicht auf Flachschießen gedrückt, sondern einfach auf Schießen und dann macht er ihn halt. Nice. Oh, es war so verdient. Unglaublich. Sehr schön. Und wie gesagt, so ein Kurzpass, den verkackt halt gerne mal. Also als Beispiel, Aubameyang oder ähnliche Stürmer, die halt keinen guten Passwert haben. Und da hat halt Stindl ungeboostet, also ich glaube, da hat, weiß ich nicht, 88 auf Übersicht, also Vision, und 90, glaube ich, auf Kurzpass. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das nächste Spiel und da können wir direkt nochmal die Bundesliga nehmen und ich hoffe, es geht so schön weiter. Gott, haben wir den Gegner dominiert. Das war auf jeden Fall, obwohl wir nur 1-0 gewonnen haben, war das auf jeden Fall das Spiel, wo wir seit langem am meisten dominiert haben. Das war richtig, richtig geil. Mal schauen, ob das im nächsten Spiel genauso aussieht. Na schön, dass wir jetzt den Stindl drin haben, haben halt einfach noch einen Man of the Match drin, also einfach nochmal eine andere Farbe. Der Team of the Group Stage. Fährmann ist ja schon cool mit seinem Blau. Jetzt haben wir noch einen, der einen orangen Hintergrund hat. Was mich ein bisschen verwirrt, ist halt, dass die Team of the, die Man of the Match Karten, dass die keine spezielle
keinen speziellen Ausdruck haben vom Gesicht und sowas, kein Kampf- oder Siegesausdruck. Die Team of the Group Stage-Karte von Fährmann hat es ja auch. Von daher merkwürdig, aber egal. Finde es halt immer ganz cool mit den individuellen Bildern. Aber ich nehme es auch so mit. Schauen wir mal, was unser Game-Nik oder Game, ach keine Ahnung, was der für eine Mannschaft hat, bitte. Oh, ich wollte gerade sagen, bitte kein Abbruchteam, aber okay. Vielleicht haben wir ja Glück und er schenkt uns einen Sieg. Dann gewinnen wir hier das vierte Spiel in Folge und haben zumindest deutlich bessere Chancen auf den Titel. Schauen wir mal. Mir wäre es, wie gesagt, lieber, wenn ich einfach spielen könnte. Das, was ich will. Oh nein! Was macht er denn? Yes! Also ich freue mich, dass ich es halt noch geschafft habe, das Tor zu schießen. Bevor der Typ abbricht. Weil die brechen immer irgendwann ab, egal ob man ein Tor geschossen hat oder nicht. Und jetzt bekomme ich wenigstens noch den Sieg. Oh, danke. Es ist halt einfach Entschädigung dafür, dass man nicht spielen kann. Chemie, Fitness und Verträge weggehen. Ich muss ja trotzdem noch viele Spiele gewinnen in der Saison, um den Titel zu holen. Wenn ich natürlich gewusst hätte, hätte ich lieber mit der anderen Mann doch gespielt, um hier die Fitness zu regenerieren, aber gut. Das weiß man leider vorher nie. Mein Gefühl sagt mir, dass ich nicht ewig mit den Fährmann weiterspiele. Dadurch, dass jetzt echt Fährmann, Sommer und Leno zur Option stehen. Sobald Sommer oder Leno noch eine Info bekommen, sind die halt besser. Leno kommt jetzt schon gut ran, das haben wir eigentlich auch, glaube ich. Ist ja auch klar, Sommer ist ja, glaube ich, auch ein 86er in Form und Leno ist, glaube ich, ein 87er in Form. Aber Leno hat halt so viele Punkte auf Abschlag, die hat halt Fährmann nicht und deswegen ist Fährmann trotzdem besser als Leno. Also für mich zumindestens, weil die wichtigen Werte wie Hechten, Ballsicherheit, Reflexe und Positionsspiel halt besser bewertet sind. Aber wie gesagt, sobald Sommer oder Leno noch eine Info bekommen, werden die auf jeden Fall in den Werten besser. Ob die sich besser spielen lassen, weiß ich nicht, weil ich glaube, die sind beide nicht 1,69. Die sind beide nicht so groß, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Aber ich glaube, Fährmann ist größer als Sommer und Leno. So, wie sieht's denn aus, meine Maus? Die wollen wir mal noch, oder? Mir fällt gerade ein, ich brauche einen Shadow. Ich brauche den Chemistry Style Shadow wieder. Für einen meiner neuen Spieler, die dann höchstwahrscheinlich morgen kommen werden. Ja, die dann morgen kommen werden im neuen Team of the Week. Da gibt's einen, der braucht auf jeden Fall Shadow. Oh, fuck you, Mann. Spasti. Aber wie gesagt, es sind halt einfach Gegner, weil den kann ich vorher nicht sehen. Ich versuche schon, die zu dodgen mit merkwürdigen Trikot, die immer mit einem richtigen beschissenen Trikot spielen wollen oder halt mit der falschen Farbe spielen wollen oder die also zählt das noch als 1-0? Bitte, bitte, bitte. Ja, es zählt schon. Geil, geil, geil. Es ist jetzt so ein bisschen billig, dass ich jetzt hier die ganze Zeit die Spiele darüber gewinne und mir den Titel hole. Aber wie gesagt, ich versuche es ja echt zu dodgen. Und wenn es nicht zu dodgen geht, dann bin ich immer noch froh drüber, wenn ich wenigstens die Coins geschenkt bekomme. Oder halt die Sieger. Jetzt haben wir zumindest schon mal den Klassenerhalt gesichert. Müssen jetzt, glaube ich, aus 5 Spielen 3 Spiele gewinnen, oder? 3 mal 3 sind 9, sind 24 Punkte. Wir müssen einen Punkt mehr. Oder halt 2 Spiele gewinnen und 3 Unentschieden. Ich denke, Pisscheck wird nicht so schnell gewechselt werden. Also da wird nicht so schnell eine Second Info bekommen. Ich spiele gerade mit dem Gedanken, ihm einen 99er-Vertrag zu geben. Weil mir gerade so einfällt, es sollte eigentlich niemanden geben. Also es gibt niemanden aus der Liga, der. Also
in meiner Timeline gibt es niemanden, der jetzt mit der ersten Inform an Piszczek vorbeikommen würde. Das heißt, Piszczek könnte sich noch selber vertreiben mit der Second Inform. Und das passiert nicht so schnell, weil Außenverteidiger es halt nicht so einfach haben, eine Inform zu bekommen. Deswegen gebe ich ihm jetzt mal den 99er-Vertrag. Okay. Verdammt, wenn ich wüsste, dass ich gegen diese verdammten Bronze-Teams spiele, würde ich halt mit dem anderen Team spielen. Das Ding ist halt auch schon wieder, jetzt wenn man schon wieder an Stindel sieht, wie viele Spiele muss ich jetzt abziehen? Vier wahrscheinlich, Minimum. Das waren ja jetzt schon, waren das jetzt zwei oder drei? Waren zwei, oder? Ja, wahrscheinlich muss ich schon wieder mehr als vier abziehen. Fünf, sechs, keine Ahnung. 2015, also wieder spricht nichts dafür, dass der Gegner. Was war dann noch? Ich gehe mal das Risiko ein. Es spricht erstmal auf den ersten Blick nichts dafür, dass der Gegner jetzt ein Abbrecher ist. Ich meine, immer wenn ich die, wenn ich einen von denen erledigt habe. Oh, ich hatte kurz Angst. Aber krasses Team erstmal. Krass, dass der so viele passende Foot Champion Karten hat. Ziemlich krass. Immer wenn ich so einen Bronzespieler eliminiere, kann ich ihn ja erstmal als nächstes nicht wieder treffen. Das ist ja auch das Ding. Aber es scheint genügend zu geben. So, konzentrieren. Ich will jetzt genauso dominierend spielen wie im ersten Spiel. Das war aber mal ultra geil. Oh, leichte Lags. Leichte Lags, ich hoffe mal, die hören wieder auf, weil, dass ich damit nicht gut spielen kann, das wissen wir ja. Guter Schuss, aber zu zentriert. Wenn der weiter nach rechts geht, ist er wahrscheinlich drin. Schade. Ganz in Ruhe. Es ist zwar blöd mit den Lags, aber wir haben schon wieder eine sehr gute Druckphase. Das gefällt mir. Stindel macht ihn. Geil. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Und es war ein schwieriges Tor. Es war ein schwieriges Tor. Hätte ich nicht gedacht, dass er den aus dem Winkel reinbekommt, also am Tor wieder vorbei. Schöne Vorarbeit von Plattenhardt. Schöner Pass auf Stindl. Endlich mal so eine Reingabe, dass er dann hier, er tunnelt sogar noch, dass er ihn dann hier reinbekommt, hätte ich wie gesagt nicht gedacht. Wichtiges Tor, von fast schon ein Zaubertor. Weil es sieht einfach aus, aber es ist sehr schwer aus dem Winkel. Da schießt man oft den Tor wieder an oder trifft halt einfach nicht. Nice. Ich habe ja gesagt, wenn ich jetzt befreit aufspielen kann, Stindl ist einfach der richtige Mann und wir können jetzt komplett befreit spielen. Ist komplett scheißegal, was Stindl macht. Deswegen werden wir jetzt auch die Scorer-Punkte produzieren, auch in der nächsten Weekend League. Punkt. Und wenn halt nicht mit ihm, halt mit irgendjemand anderes. Hauptsache, man gibt, Hauptsache wir gewinnen. Das ist die Hauptsache. Schade. So, aber dranbleiben, hat ein sehr gefährliches Team mit Agüero im. Schade. Mit Agüero im Sturm, das kann schnell mal ins Auge gehen. Ja, das war leider eine schwache Ballannahme. Dass der noch aufs Tor geht, hätte ich nicht gedacht. Das sah irgendwie sehr hoch aus. Ja, aber das Problem war wieder so ein bisschen das Lag im Mittelfeld, als ich dann mit Stindl weiter spielen musste. Ah, da hätte ich eher abbrechen müssen. Stindl ist auch nicht der körperlich stärkste, hat, glaube ich, weiß ich nicht, irgendwas über 70 mit Körperstärke. Kann auch sein, dass es fast schon 79, also fast schon 80 sind. Aber ich glaube, es sind 74 oder so. Oh ja, Lex, Lex.
Komplette Lags. Ich wollte nach links, aber ich habe nach links gedrückt, um halt. Nice luck. Nach links gedrückt, um halt. Ja, ich wollte natürlich nicht den Ball da fallen lassen. Ich hätte nach links gedrückt, um. Dabei soll eine Etage weiter rüber gehen. Muss ich mich mal kurz konzentrieren. Scheiß drauf, was ich machen wollte. Kurz konzentrieren, einfach. Also, aber die Lags machen mir gerade schon wieder Probleme. Ich habe ja schon zwei Ballverluste gehabt wegen den Lags. Sehr gut. Von Bentaleb. Schade. Abgefälscht. Ich war ein bisschen verwirrt, weil Müller nicht freigelaufen hat. War leider niemand, den ich anspielen konnte. Deswegen dachte ich, ich mache mal eine ganz verrückte Distanz. Also, da war schon sehr riskant. Also, er war schon sehr weit weg. Das war jetzt nicht so sinnvoll. Als ich ihn ausgewählt habe, habe ich gemerkt, das ist Schrott, das wird scheiße. Und es war auch scheiße. Tunnelt. Das ist leider immer noch meine Situation, immer noch mein Fehler. Okay, jetzt haben wir es erstmal bereinigt. Aber sehr ärgerlich, sehr dumm, sehr, sehr dumm von mir gewesen. Nein! Krass, er hätte einfach alleine aufs Tor zu rennen können und er will halt unbedingt reinpassen. Das ist so ein Fehler, also so ein Gedanken, ich weiß nicht, wie man das nennt. Jetzt läuft aber gerade scheiße und der Gegner ist nicht so gut. Wir machen ihn gerade stark. Wir machen ihn gerade unsinnig stark. Ja, absolut verdient, weil wir ihn einfach unnötig stark gemacht haben. Gegner spielt nicht so gut, das ist einfach nur. Klar, wir haben ein bisschen Pech gehabt, aber wir haben auch unsinnige Fehlpässe drin gehabt. Ganz, ganz sinnlos, wie wir das gespielt haben. Die Lags nerven auch, aber trotzdem, wir haben ihn unnötigerweise stark gemacht. Das Gegentor hätte einfach nicht fallen müssen. Schon wieder ein unsinniger Pass. So, jetzt sehen wir mal wieder straight spielen. Der Pass sollte ganz rüber auf Piszczek. Abseits. Ärgert mich nicht, dieses Gegentor, was einfach vermeidbar war. Der Gegner spielt nicht so gut. Das ist halt das nächste. Hier wieder ist total grober Fehler von ihm. Und wieder ein Schiri, der nichts pfeift. Boah. War halt ein eindeutiges Foul. Taktisches. Hey, der hat geklatscht. Muss eigentlich auch gelb geben. Okay, einfach straight weiterspielen, wie wir am Anfang gespielt haben, und dann sollte das keine Probleme geben. Oh, ich krieg wieder nicht den richtigen Spieler. Nice luck. Was für ein Lacker, ey. Zweimal kriegt er den Ball wieder. Verstehe auch nicht, was meine zwei Spieler da machen, warum die nichts dagegen machen, dass er den Ball wieder bekommen will. Scheiße.
Schön rausgespielt, wunderbarer Pass von Stindl und dann auch wieder mit Müller. Warum schaffe ich es denn jetzt wieder in die Mitte zu passen? Das war halt auch ein sehr schwerer Pass. Also das ist auch wieder ein Pass, den denke ich nicht jeder Stürmer so spielt, weil er ist wirklich sehr schwer. Und hier haben wir auch, denke ich, von Hunter profitiert, weil die Pace haben wir da gebraucht. Super schwerer Abschluss. Aber wie gesagt, der Pass ist auch richtig schwer. Und ich habe ja gesagt, Stindl ist. Wir müssen uns nur damit abfinden. Wir spielen halt den Stürmer mehr wie eine falsche Neun. Ist halt ein sehr mitspielender Stürmer. Stindl besser Mann. Punkt. Und jetzt machen wir den nicht wieder unsinnig steil. Wir spielen jetzt so weiter, wie wir bisher gespielt, wie wir jetzt am Anfang der zweiten Hälfte gespielt haben. Und fressen hier nicht wieder ein sinnloses Gegentor, weil wir den Gegner so dumm steig machen. Oh, schade. Oh, fucking Legs. Zum Glück macht er dann sowas, aber das kenne ich, ist mir auch schon oft passiert. Gibt's auch Schiris, die das pfeifen, aber wie gesagt, er pfeift ja nichts. Was? Da stehen wir doch vor ihm. Jetzt laggt es aber richtig hardcore. Muss ich umso ruhiger dafür spielen. Krass. So ein beschissener Lagging-Lacker, ey. Das ist nur wegen den Lags passiert, aber zu 100%. Er hätte das niemals geschafft ohne die Lags. Niemals. Keine Ahnung, ob er für die Lags sorgt, ich weiß es nicht. Aber ist halt einfach komplett bitter. Komisch, dass sie jetzt wieder aufgehört haben, die Lags. Ich wette mit euch, der macht die Lags. Weil, warum hören die auf, wenn er. Okay, jetzt ist wieder ein kleines da gewesen, aber es ist halt nicht so penetrant krass. Schade. Ey, das ist echt ärgerlich. Dieses Spiel geht komplett auf die Legs. Das erste Gegentor, okay, gebe ich zu, das geht auf mich. Das zweite, einfach nur diese scheiß Legs. Gut gemacht von Hummels und Plattenhardt. Schade, dass der Schuss geblockt wird. Stimmt, wir könnten eigentlich mal wechseln. Ich würde sehr gerne das Spiel gewinnen. Wirklich, sehr, sehr gerne. Einfach weil es so ein unverdienter Ausgleich wieder mal ist. Klar, erste Gegentor, meine Schuld. Zweite, aber einfach nur komplett Lex. So beschissen, ey. Yes! 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 Was geht ab? Scheiß auf deine Legs, ey. Ach so, uns da eingewechselte Müller. Ich dachte, das wäre Thomas Müller, aber es ist ja der Müller. Interessant. Nice. Und jetzt lass mal bitte diese 3-2-Führung. Und wieder über außen. So krass. Diesmal zwar ein bisschen mehr kombinierter noch, aber wieder über außen. Hier hast du mal reingegeben mit Müller. Ach, das war der eine Müller dann schon. Dann mit Ribéry auf den anderen Müller. Und dann machen wir das Ding halt das lange Eck rein. Nice.
Abseits. 82. Ich glaube, ich sollte auch einfach mal auf Zeitspiel gehen, weil ich habe keinen Bock, das Spiel noch abzugeben. Und bei diesen scheiß Lags, die da dauernd sind, auch wenn es nur kleine jetzt gerade sind, sowieso. Da wollte ich halt dann doch wieder nicht auf Zeitspiel gehen und dachte mir, nee, jetzt gibst du den Pass nochmal rein. Hätte ich vielleicht nochmal eins weiterpassen können. Tunnelt. Das wäre es wieder gewesen, ey. Ja, ich hoffe, mein Nicht-Zeitspiel wird nicht bestraft. Oh, einfach klären. Es sollte einfach nur klären. Es sollte einfach nur klären. Scheiße, noch eine Ecke. Es sollte einfach nur klären. Danke, Müller. Sah also ziemlich krank aus, aber okay, ging nochmal gut. Sehr gut von Hummels. Sehr gut von Müller. Also sowas von vergessen, dass du hier noch ziehst. Ja, Baby. Wichtiger Sieg. Richtig wichtiger Sieg. Nice. Was war da mal eine geile Folge, ey. Mein Stindl wieder, bester Mann. Was sonst? Was geht? Tore, Stindl, Müller, Müller. Vorlagen, Stindl, Plattmatt, Ribéry. Ja, Stindl, 2 Scorerpunkte. Ich wusste es. Einfach nur befreit auf mit dem Junge. Und es war auch eine schwierige Vorlage. Das war ein schwierigeres Tor, als es aussah. Richtig geil. Gut, wir haben noch 4 Spiele und müssen jetzt noch 1 gewinnen und 2 unentschieden spielen oder 2 gewinnen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Dann wird man nochmal 15.000 einnehmen. Damit könnte ich echt gut leben. Ah, ich weiß nicht, mache ich jetzt noch eine Aufnahme? Ich glaube, ich mache die morgen die Aufnahme. Bin eigentlich relativ platt und es wäre schon cool, diesen Sieg mitzunehmen und halt 7.500 Coins mehr einzunehmen. Also nicht nur 7.500, sondern eben 15.000 mitzunehmen. Nice, nice, nice. Also müssen jetzt, weiß ich nicht, 6 Spiele abziehen oder so, gefühlt. Und er hat jetzt in letzter Zeit auch deutlich mehr Scorerpunkte gemacht, hat immer noch mehr Vorlagen als Tore, was ja auch meine Theorie bestätigt, dass das halt mehr so die, dass ich mehr jetzt so den, die falsche 9 mit meinem Stürmern spiele. Das wäre mal interessant, wenn man hier jetzt quasi in der Formation eine falsche 9 spielen könnte. Also nicht die klassische falsche 9, weil es ist jetzt, glaube ich, ein 4-3-3. Sondern, also wo dann quasi der Stürmer zurückgezogen steht auf der Mittelstürmerposition, auf der MS-Position. Dann hat man halt einen linken Flügel und einen rechten Flügel. Sondern hier, dass ich zum Beispiel, aber ich glaube, das ist es halt jetzt schon. Ich spiele es einfach so. Es spielt halt keine Rolle. Er ist jetzt vielleicht auf dem Feld ein Tick offensiver, wie er eingeteilt ist und wie er steht. Aber ob man jetzt eine ZOM und eine MS-Position hier stehen hat oder eine ZOM und eine Stürmerposition, das ist, glaube ich, scheißegal. Wenn, dann müsste, wenn man es anders spielen wollen würde, müsste man, glaube ich, Stindl in die MS-Position ziehen und Müller vielleicht in die zentrale Mittelfeldposition, damit es wieder einen Unterschied macht. Das könnte auch geil sein. Es würde vielleicht auch funktionieren, aber vielleicht ist man dann auch einfach zu weit von der Viererkette des Gegners weg. Ist egal, es funktioniert bei mir ja momentan auch wunderbar so in der Formation mit einer imaginären falschen 9 und mittlerweile hat Stindl auch 10 Chemie. Alter, die hat er auch vorher gehabt, oder? Ja. Egal, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxis. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.